mit Jolly auf Tour, jederzeit. Mit Jolly auf Tour, allzeit bereit. Ja, moin, nun geht's los, endlich. Auf nach Fehmarn. Wir haben ganz schön gerödelt eben, ne? Um das alles hinzubekommen. Und wer ist hier? Reinis Womo-Tour mit Nicola und Rainer. Jo, genau. Und dann wollen wir mal gucken, was wir dieses Wochenende alles so erleben werden auf Fehmarn. Entspannt, Wulf nach Hals und vielleicht gelingt es uns ja sogar dann am Samstag oder Sonntag noch eine Runde Golf zu spielen. Das ist ja direkt daneben der Golfplatz, deswegen war das für uns natürlich auch interessant, dann mal Wulf nach Hals auszuprobieren. Mal sehen, wie das so wird. Ja, und jetzt hoffen wir erstmal gut anzukommen, ist ja nicht so weit von uns zu Hause und insofern mal schauen, wie es so wird. Dem Wohnmobilstellplatz vom Campingplatz Wulfner Hals, direkt neben dem Golfplatz, so wie wir uns das gewünscht haben. Großer Stellplatz, Strom, Wasser, alles, was man braucht, ist dabei. So, dann nimmst du den ersten Kaffee. Hops, 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 hops. Aber wirklich. Lecki. Eine Werbung, Lavaz. Und, wie fühlt es sich? Herrlich. Direkt aus der Firma raus, rein ins Womo, Merker, kurze Vorbereitung noch, ein paar Sachen packen. Los, ja, wir stehen, Strom dran, Wassertank voll, erste Käffchen, das Wochenende kann beginnen. Ja, so soll das klingt gut. Und die Sonne scheint, was will man mehr? Nach dem gemütlichen Käffchen mussten wir noch schnell nach Burg und etwas zum Futtern einkaufen. Und danach wurden erstmal Reinis eingefrorene Füße aufgetaut. Echt ein hartes Camperleben. Diese ungeplante schnelle Sporteinheit tat aber dem schönen gemütlichen Abend keinen Abbruch und wir haben es echt genossen. Ja, erste Nacht, Wulfner Hals, dicht hinter uns und frisch geduscht sind wir schon und Rainer holt jetzt die Brötchen. Das wird lecker. Ich hab Hunger.
Genau, moin. Hallo. So, die erste Nacht haben wir hinter uns. No? Hast du gut geschlafen? Wunderbar. Ja, supi. So, jetzt gibt es erstmal schön Frühstück. Und das werden wir genießen und mal gucken, was wir dann mit dem schönen Tag anfangen hier auf der Insel Fehmarn. Ja, die Entscheidung, was wir mit diesem Tag machen wollten, war schnell gefunden. Wir konnten eine Startzeit auf dem Golfplatz Fehmarn bekommen. Und das haben wir natürlich sofort genutzt und sind dann eine wirklich sehr schöne Runde auf dem Platz gegangen. An dem Tag war erstaunlich wenig Wind und das hat natürlich das Spiel auch etwas erleichtert. So, endlich geht's wieder los. Startzeit bekommen, gar kein Problem. Und ja, hier stehen wir an der 1, Golfclub Fehmarn. Ganz ungewöhnlich, gar nicht viel Wind. Mal gucken, wie das über die Runde sich hält. Da war ein schönes Spiel. Hier kann ich mich gut an ein Mannschaftsspiel erinnern, gegen die Fehmaraner, mit einem Gegenwind, wo ich dachte, man kommt nie am Grün an. Aber heute haben wir sogar ein bisschen Rückenwind. Cool. Mal gucken, wie es wird. Bahn 6, Dogleg rechts, gut bewachtes Grün. Perfekt. Bis ein Meter an die Fahne. Ja, nach der langen Phase des echt schlechten Wetters hier im Norden, wo selbst unser Heimatplatz, der ganz viel Wasser ab kann, total abgesoffen ist, waren wir wirklich ausgehungert nach einer schönen Golfrunde und wir haben es sehr, sehr genossen. Es war toll zu spielen. Für die Jahreszeit ist der Platz wirklich gut in Schuss. Die Grüns sind gesandet. Trotzdem ist das Putten sehr, sehr gut möglich und bringt ganz gute Ergebnisse. Macht also wirklich auch Spaß zu spielen und wir können es nur von ganzem Herzen empfehlen. Wenn ihr dort seid, müsst ihr als Golfer unbedingt den Golfplatz Fehmarn besuchen. Und weil es so schön war, haben wir dann am Abend auch noch die Drohne in die Luft geschickt. Thank you.
bei so viel schöner Aussicht haben wir dann die Drohne am nächsten Tag gleich wieder in die Luft geschickt. Wochenende ist ja leider immer viel zu schnell vorbei und so ging es dann wieder zurück gen Heimat. Aber ganz sicher, wir werden ganz schnell mal wieder vorbeischauen auf der Sonneninsel Fehmarn. Mit Jolly auf Tour, jederzeit. Mit Jolly auf Tour, allzeit bereit. Führung grob geplant, Ankunftsziel, das keiner ahnt. Mit Jolly auf Tour, so soll es sein. Zeitpunkt egal, wir fahren los. Wohin es auch geht, es ist famos. Land und Leute kennenzulernen, das ist schön. Deutschland und Europa, es gibt vieles zu sehen. Es gibt vieles zu sehen und zu verstehen.